Hallo, liebe Freunde. An dieser Stelle sollte hier eigentlich das Hassalphabet laufen. Allerdings habe ich dieses jetzt um eine Woche verschoben, weil das, was ihr hier hinter mir seht, ist gerade unser Studio, was hier frisch umgebaut wird. Und ja, deswegen verschieben wir das jetzt um eine Woche. Aber heute mache ich für euch eine kleine Community-Runde und beantworte ein paar Fragen von euch. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was würdest du tun, wenn dich eine Horde einhornreitender Zombies mit Regenbogen-Laserblick angreifen würde und du auf einmal merkst, dass die Anführerin deine Freundin ist? Okay, Intro. Yay, du hörst Onkels, wie geil. Bist du 2015 am Hockenheimring mit von der Party? Ja, mein Bruder hat mir eine Karte zu Weihnachten geschenkt und ich freue mich mega darauf. Was ist dein WhatsApp-Status? Mein WhatsApp-Status ist A Vision. Das hängt aber auch damit zusammen, weil Schulk mein Profilbild ist. Ich mag den Kerl. Nein! Nein! Was macht Chan gerade und bist du damit einverstanden, dass er es macht? Fragen wir ihn doch mal. Chan? Ja? Was machst du gerade? Esse. Ah, da bin ich nicht mit einverstanden. Wohin würdest du gerne reisen und was ist dein kleiner als 3 minus Land? Fragezeichen. Ein bestimmtes Herzensland habe ich jetzt nicht. In den letzten 2 Jahren war ich in Griechenland und in Tunesien. Das ist scheiße hier. Und mein nächstes Reiseziel ist Ägypten. Hashtag AskJam. Du hast es verstanden. Wie würde dein Heiratsantrag an TENZ aussehen? Hey TENZ, willst du mich? Bist du Fußballfan? Und wenn ja, welcher Verein? Ja, aber ich schaue nur die EMs und WMs und ich bin ja auch Deutschland-Fan, ne? Und Deutschland ist Weltmeister geworden! Bist du oft in Berlin? Leider viel zu selten, im Schnitt so einmal im Jahr, aber dieses Jahr geht's auf jeden Fall wieder hin. Wenn du einen Moment nochmal erleben könntest, welcher wäre es? Einmal mein Auftritt auf dem Videoday, welches der geilste Moment in meinem Leben war. Weil wir Freunde sind! Und wenn ich so überlege, der erste Kurs mit meiner Freundin war ganz toll. Ist da ein neues Covermusikvideo in Planung? Jupp. Muss man in deinem Alter schon diese hässlichen Stützstrümpfe tragen? Was denn? Gefallen dir meine Söckchen nicht? Ja, ich trage keine Hose. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du etwas verändern? Wenn ja, was? Ich würde höchstwahrscheinlich die Malerausbildung nicht machen, sondern sofort in die Medienbranche gehen. Aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Seit wann hast du deine Haare gefärbt? Also, wie alt warst du da ungefähr? Das erste Mal, als ich mir die Haare gefärbt habe, war tatsächlich eine Woche vor meinem 18. Geburtstag. Meine Mutter hat es damals total gehasst, aber als ich 18 wurde, dachte ich mir, kommt, fickt euch alle, ich mach jetzt, was ich will. Momentanes Lieblingsgame? Oh nein! Trifft man sich dieses Jahr bei Rock am Ring? Das ist immer ein bisschen unwahrscheinlich, weil dort über 80.000 Menschen rumlaufen. Aber ich glaube, deine Frage war eher darauf bezogen, ja, ich werde bei Rock am Ring sein. Ah! Rock am Ring! Rock am Ring! Danke für die Unterstützung. Sehr gerne. Ja, jemand hat von mir eine News-Fanpage auf Twitter gemacht. Dankeschön. Wieso hast du eine rote Strähne oder ist das Blut? Ja, lieber Benny, das hast du richtig erkannt. Das hier ist keine Haarfarbe, das ist Blut. Aber keine Sorge, der Bär, der mir das hinzugefügt hat, sieht wesentlich schlimmer aus. Hast du mal ein Taschentuch? Alter, ich mach bei Apple Warm mit. Ich habe immer Taschentücher. Aber wenn du eins haben willst, 10 Cent. Wie kommt es, dass du auf die Soße Allerheiligenkirmes gegangen bist? Das liegt daran, dass da ein Mädchen wohnt, in das ich, als ich 14 war, verliebt war. Es hat leider nie wirklich geklappt, aber wir sind sehr gute Freunde geblieben. Und seitdem besuche ich sie jetzt seit 8 Jahren jedes Jahr auf der Soester Kirmes. Bist du beim Hosenkonzert in Leipzig? Yep. Und in Zürich auch. Wie ich da hinkomme, habe ich mir allerdings noch keine Gedanken darüber gemacht. Wann kannst du wieder in einem Apple War mitspielen? Hey TENZ, wann darf ich wieder in einem Apple War mitspielen? Was regt dich am meisten auf, wenn du in der Stadt etwas einkaufen willst? Fuck! Wenn du ein Meerschweinchen wärst, wie würdest du aussehen? Fell, Größe, Flauschigkeit? Warum beantwortet ihr mir diese Frage nicht und schickt mir ein Bild für die nächste Folge auf Instagram oder Twitter? Neue Fragen von euch gerne unten in die Kommentare. Nächste Woche gibt's dann das Hassalphabet. Wenn euch das hier gefallen hat, Daumen hoch und ich würde sagen, bis zum nächsten. Hey TENZ, wann darf ich mal wieder in einem Apple War? Du trollst mich, ne?